Ich bin Yannick, 21 Jahre alt. Hauptberuflich bin ich Lernstudent und nebenberuflich und leidenschaftlich Musiker. Also ich habe vor ganz vielen Dingen großen Respekt und so, vor Aufgaben oder sowas. Aber ich weiß nicht, ob ich so richtig Angst habe. Mir fällt nichts ein so wirklich, aber vielleicht bin ich auch einfach nur ziemlich gut drin, dass ich mir das selber ausrede. Ich glaube, was mich am traurigsten gemacht hat oder worüber ich immer noch traurig bin, ist, dass vor knapp einem Jahr meine Oma gestorben ist, mit der ich ein sehr gutes Verhältnis habe. Und das ist, denke ich, so eins der traurigsten Dinge, die es gibt, weil man daran halt nichts ändern kann und auch nichts gegen den Zustand tun kann, so ein bisschen. Das kommt stark auf die Kritik an. Also so mit konstruktiver Kritik kann ich, glaube ich, ganz gut umgehen. Da frage ich auch oft selber danach. Aber sobald so irgendwie pauschal wird oder einfach irgendwie dumm oder niveaulos, dann schon eher nicht. Aber das würde ich eigentlich auch nicht mehr als Kritik zählen, sondern dann schon als blödes Geschwätz. Ich glaube, Geld, wenn man ein bisschen was hat, gibt ein Gefühl von Sicherheit. Das heißt, ich hätte schon gern irgendwann mal einen Beruf, dass man, wenn man eine Familie gründen will oder so, genug Geld hat. Aber ab einem gewissen Punkt macht Geld, glaube ich, dein Leben nicht besser. Also sobald du genug Geld hast, dass du gut davon leben kannst, in Sicherheit, ohne Existenzängste, bedeutet Geld eigentlich nichts mehr. YouTube finde ich eigentlich gut, schaue ich viel. Wird ein bisschen überflutet von dem Assi-Content, so. Aber ich finde eigentlich, dass es der falsche Weg ist, dass dann alle, die guten Content machen, auf andere Plattformen flüchten oder so. Weil ich denke, dass man YouTube ja auch mitgestalten kann. Also ganz früher hieß mal YouTube dieser Slogan Broadcast Yourself. So. Und dafür ist YouTube eigentlich da und dafür finde ich YouTube auch cool. Oh, woher hast du die Fragen? Selber ausgedacht und abgeguckt und also von allem ein bisschen was, Internet recherchiert, zu Fragen, die Persönlichkeit ein bisschen darstellen, also von allem ein bisschen was hat.